Das Verhältnis der deutschen und französischen Philosophie im 20. Jahrhundert wird von einer eigentümlichen Asymmetrie geprägt. Während das französische Denken sich auf das deutsche ausgewirkt haben mag, hat das Denken eines deutschen Philosophen sich nicht nur auf das französische ausgewirkt, sondern ist im französischen Denken und als französisches Denken weiterentwickelt worden, als wäre Frankreich und nicht Deutschland für das Ungedachte dieses Denkens empfänglich gewesen. Gemeint ist das Denken von Martin Heidegger. Gewiss, man könnte behaupten, dass im vergangenen Jahrhundert das Denken eines anderen deutschsprachigen Philosophen, das Denken Hegels, ebenso in Frankreich weiterentwickelt wurde. Aber dieser Weiterentwicklung, der Weiterentwicklung des Denken Hegels in Frankreich, steht eine Weiterentwicklung in Deutschland zur Seite, in Adornos negativer Dialektik. Von einer Weiterentwicklung des heideggerschen Denkens im deutschen Umkreis, die sich an der französischen messen könnte, etwa am Denken der Dekonstruktion oder am Denken des Mitseins, kann nicht die Rede sein. Außerdem muss man hinzufügen, dass der Auswirkung des heideggerschen Denkens in Frankreich bis heute ein doppelt polemisches Ausmaß eignet, durch das es sich wiederum von den Auswirkungen und Weiterentwicklungen, die die husserlsche Phänomenologie in der französischen Philosophie erfahren hat, unterscheidet. Denn im Falle Heideggers geht es, wie man weiß, nicht bloß um Motive des Denkens selber, es geht um die Verflechtung der sogenannten Fundamentalontologie und des Seinsdenkens mit der nationalsozialistischen Ideologie und mit politischen Handlungen, die zumindest einer ihrer Auffassungen verpflichtet waren. Wäre Frankreich für dieses Denken aus Deutschland und damit für das Ungedachte dieses Denkens nicht empfänglich gewesen, hätte, um noch einmal an eines der gewählten Beispiele anzuknüpfen, ein französischer Außenseiter, der Algerier Jacques Derrida, dieses heideggersche Denken nicht weiterentwickelt, indem er das Ungedachte am heideggerschen Denken zu denken versuchte und noch das Motiv des Ungedachten dekonstruierte, so wäre das wiederholte Interesse an der Auseinandersetzung um den Narzissmus des deutschen Philosophen, um die Sache oder das Sein seines Denkens schwer zu erklären. Die Wunde hätte sich geschlossen oder ihr Schmerz wäre verdrängt worden. In Deutschland gibt es dazu kein Gegenstück, so sehr sich die Ablehnung der Dekonstruktion durch deutsche Philosophen auf eine Empfindlichkeit zurückführen lässt, auf eine Wahrnehmung des Stachels. Berücksichtigt man nun das doppelt polemische Ausmaß von Heideggers Denken, sind dessen Auswirkung und Weiterentwicklung in Frankreich vielleicht allein mit der französischen Wirkungsgeschichte Nietzsches zu vergleichen. Doch nicht bloß hat in Deutschland auch und gerade Heidegger entscheidend dazu beigetragen, das Denken der ewigen Wiederkehr und des Willens zur Macht weiterzuentwickeln, während seinem eigenen Denken eine solche Weiterentwicklung versagt blieb. Nicht bloß hat die Aneignung des nietzscheschen Denkens durch die Nationalsozialisten in Frankreich niemals jene Polemik entfacht, die Heideggers sogenannte große Dummheit verursacht hat. Die Fundamentalontologie und das Seinsdenken Heideggers haben gerade die französischen Philosophen, die sich auf Nietzsche berufen, entgegengesetzte Lager wählen lassen.
erinnert sei ebenfalls daran, dass zwischen Foucault und Deleuze auf der einen Seite, also den Anti-Heideggerianern, wenn man so will, Derrida und Nancy auf der anderen, Maurice Blanchot mit seinem Denken des Außen steht, das von Nietzsche und von Heidegger bestimmende Anstöße erhalten hat. Alle vier, Deleuze, Foucault, Derrida und Nancy, berufen sich auf Blanchot. Kann man aus diesen ein wenig verwirrenden Verdeutlichungen und Einschränkungen eine allgemeine Schlussfolgerung ziehen, die über die empirisch-geistigen Zusammenhänge hinausweist? Je überbestimmter ein Denken, etwa politisch überbestimmter, je überbestimmter ein Denken, so lässt sich vielleicht sagen, desto mehr bedarf es des Abstandes, bemüht man sich darum, in seiner Verständlichkeit und in seiner Unverständlichkeit ein Ungedachtes zu erkennen. Denn je überbestimmter ein Denken, desto unerträglicher ist die Spannung zwischen der Versuchung, es auf eindeutige ideologische Gehalte zu reduzieren, und dem verzweifelten, verstockten, entwaffneten Willen, Gedanken und Ideologie auseinanderzuhalten, das Gute und Wahre von dem Schlechten und Falschen, von dem Täuschenden zu trennen. Gegen den Extremismus, der das eine und das Ganze verschmilzt, die Einheit des Denkens und die Gesamtheit der Äußerungen eines Denkers, gegen einen Extremismus, den Adorno beispielsweise mit seinem Diktum vertritt, Heideggers Philosophie sei, ich zitiere Adorno, bis in ihre innersten Zellen faschistisch, gegen einen solchen Extremismus verschreiben sich Alain Badiou und Barbara Cassin einem verblüfften oder betroffenen Separatismus. Also sie wollen Gedanke oder Werk und Leben trennen. Sie verteidigen die These, man müsse mit dem Paradox leben, dass die universelle Kraft eines Denkens und eines Werks nicht die Mittelmäßigkeit weiter Teile eines Lebens ausschließen könne. Ihre Anerkennung Heideggers ist freilich auch die Anerkennung einer Entdeckung, die Leben und Denken, Existenz und Werk bis zur Ununterscheidbarkeit einander annähert. Soll doch der deutsche Philosoph Heidegger eine Geduld des Existierens gefunden oder erfunden haben, die wesentlicher, so Badiou und Cassin, die wesentlicher war als alle Missgeschicke von Heideggers Existenz. Und die Heidegger in den eigentümlichsten aller Sterne, wie Badiou und Cassin sagen, zu verwandeln wusste. Ich zitiere wiederum, also Heidegger wusste trotz all der Missgeschicke in seiner Existenz, seine Existenz in den eigentümlichsten aller Sterne zu verwandeln, wie, ich zitiere Badiou und Cassin, Mallarmé es mit der Konsole einer Pariser Wohnung tat, also mit dem letzten Überbleibsel eines schon lang erloschenen Feuers. Das ist natürlich eine Anspielung auf das Gedicht von Mallarmé. Die spannungsgeladene Nachbarschaft im französischen und deutschen Denken wird, wie sich an der nicht bloß rezeptiven, sondern aktiven, produktiven, selektiven, transformativen, ja revolutionären Aufnahme Heideggers in Frankreich ablesen lässt, vom Denken gestiftet, also diese Nachbarschaft wird vom Denken gestiftet und lässt sich nicht unmittelbar aus geografisch-historischen oder ideengeschichtlichen Gegebenheiten ableiten. Diese Nachbarschaft, diese spannungsgeladene Nachbarschaft des französischen und deutschen Denkens im Falle Heideggers muss etwas mit dem Ungedachten zu tun haben, mit dem Ungedachten in Heideggers Denken. Wenn nun das Ungedachte, von dem Heidegger in seiner Vorlesung »Was heißt Denken?« handelt, nicht den Mangel bezeichnet, der einem Gedanken anhaften soll, das sagt Heidegger, ungedacht heißt nicht ein Mangel des Denkens, und zwar weil, ich zitiere Heidegger, das
Ungedachte, je nur als das Ungedachte ist. Also mit anderen Worten, ein Ungedachtes wird vom Denken selber hervorgebracht. Es ist eine Leistung des Denkens und deswegen nicht einfach ein Mangel des Denkens. Nur ein Denken, das wirklich ein Denken ist, kann etwas Ungedachtes hervorbringen. Wenn also das Ungedachte in diesem Sinne kein Mangel des Denkens bezeichnet, dann erweist sich das Ungedachte als ein Begriff für das Selbstverhältnis oder den Selbstbezug des Denkens. Dass ein Denken im doppelten Sinne sich selbst überantwortet ist, verlassen und dadurch auf eine Andersheit bezogen, durch die es sich zu sich verhält, ohne sich diese Andersheit aneignen und den eigenen Gedanken auf den Begriff bringen zu können, macht das Ungedachte eines Denkens aus. Also das Ungedachte bezeichnet das Selbstverhältnis des Denkens in dem Maße, in dem das Denken als Denken, um ein Denken zu sein, sich immer auf ein anderes öffnen muss, das es sich nicht aneignen kann und von dem aus es sich wiederum auf sich bezieht, wenn man so will. Es ist nie einfach es selber, sondern es ist immer nur es selber in diesem Bezug zu einem anderen, das es sich nicht aneignen kann. Und deswegen gehört das Ungedachte zum Denken. In dem Maße also, in dem das Denken ein Ungedachtes hervorbringt, öffnet es sich, tritt es in einen Abstand zu sich, ist es auf sich gestellt und hat es mit sich zu tun. Indem die deutschen Philosophen es in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts versäumt haben, auf die Franzosen zu hören, haben sie es versäumt, auf sich zu hören. Die Reflexivität zu verstehen, die zwischen dem Personalen und dem Neutralen, sich, personal-neutral, eine Zweideutigkeit schafft. Die deutschen Philosophen in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts haben in dieser Hinsicht zumindest und bei aller kritischen Intention die Verdinglichung fortgesetzt, die im Nationalsozialismus ihren blutigen und tödlichen Ausdruck fand. Der Widerstand gegen die Dekonstruktion in der deutschen Philosophie ist ein Widerstand gegen das Ungedachte des eigenen Denkens. Wenn anders die Dekonstruktion Heideggers Gedanken nicht bloß verworfen, denunziert, fromm nachgebetet, sondern aus der Treue der Häresie heraus anders gedacht hat. Kann es überhaupt ein Ungedachtes ohne Widerstand gegen das Denken geben? Aus der Sicht des Denkens hat jedoch seine Nachbarschaft, etwa seine Nachbarschaft zum französischen Denkens, ebenfalls etwas Willkürliches und Zufälliges. Denn der Abstand, ohne den sich das Ungedachte nicht abzeichnet, mitteilt, zu erkennen gibt, ist in keinem geistigen Atlas als notwendiger Abstand zwischen bestimmten Punkten vorgegeben. Die Deutschen brauchen die Franzosen, vielleicht aber auch die Angelsachsen oder die Nordamerikaner, wenn man sich Ernst Tugendhats Unterfangen vergegenwärtigt, Heidegger mit den Mitteln analytischer Philosophie zu begegnen. Also es besteht keine Notwendigkeit, dass man sich hätte Frankreich zuwenden müssen. Man kann sich auch der angelsächsischen oder nordamerikanischen Philosophie zuwenden im Falle Heideggers, um das Ungedachte an Heideggers Denken zu denken. Und dafür steht, glaube ich, ein gewisser Ernst Tugendhat, also ein Ernst Tugendhat zu einem bestimmten Zeitpunkt seiner philosophischen Entwicklung. Auch wenn Tugendhat natürlich streng genommen kein Deutscher ist. Was hat es nun mit dem Motiv oder Begriff des Ungedachten auf sich, wo französische Philosophen ihn aufgegriffen und aufgenommen haben? Also mit diesem Begriff, den Heidegger ja selber entwickelt. Zunächst fällt auf, dass Derrida es in diesem Fall, dort wo Derrida auf das Ungedachte, auf Heideggers Begriff des Ungedachten zu sprechen kommt, bei recht allgemeinen Bemerkungen bewenden lässt.
Derrida geißelt den Idealismus des Begriffs, wenn man so will. Er zweifelt daran, dass man einen einheitlichen Begriff des Ungedachten denken kann, dem ein einziger, einheitlicher, einzigartiger Gedanke entsprechen würde. Als könnte jeder Denker lediglich einen solchen Gedanken denken und als würde darin seine vermeintliche Größe bestehen. Ja, also Heidegger sagt, jeder Denker denkt nur einen Gedanken, darin besteht seine Größe. Also bringt jeder Denker durch das Denken des einen großen Gedankens nur ein Ungedachtes hervor. Und darin sieht Derrida einen Idealismus, dem er misstraut, dass es nur ein Gedanke ist, den ein Denker denkt. Und das war auch nur ein Ungedachtes, das sein Denken hervorbringt. Derrida äußert den Verdacht, dass ein Begriff, der das Ungedachte vereinheitlicht, das Un letztlich dem Denken unterstellt, das Un des Ungedachten, das Un als eine bloße Modifikation des Denkens betrachtet und so gerade das Ungedachte verfehlt. Als wäre das Ungedachte nur ein noch nicht Gedachtes oder provisorisch noch nicht Gedachtes und nicht etwas, was konstitutiv wesentlich zu jedem Gedanken gehört. Muss das Ungedachte nicht, um mehr zu sein als ein Gedanke, der vorläufig noch nicht gedacht wurde, um sich also für das Denken als konstitutiv oder wesentlich zu erweisen und tatsächlich in diesem Sinne ein Ungedachtes zu sein, muss es sich nicht einer, wie Derrida sagt, unaufhebbaren Zerstreuung aussetzen. Also Derrida sagt, es gibt nie einfach nur ein Ungedachtes, sondern immer viele Ungedachte in einem Denken, in einem Gedanken. Ein solcher Ansatz hätte also zur Folge, dass das Denken in sich stets in einem angespannten Verhältnis zu einem Außen stünde, das nicht selber wiederum Denken wäre oder ein anderer Gedanke, aber eben ein noch nicht Gedachter. Umgekehrt macht Derrida allerdings auch auf die Unvermeidbarkeit einer Sammlung oder einer Vereinheitlichung aufmerksam, die er als fruchtbar und philosophisch zwingend beurteilt. Also Derrida sagt einerseits, es bedarf zum philosophischen Diskurs einer gewissen Vereinheitlichung, auch des Ungedachten, aber doch ist das Ungedachte nur dann wirklich ein Ungedachtes, wenn es mehr ist als nur ein Ungedachtes, wenn es sich so zerstreut, dass man es nicht eigentlich vereinheitlichen kann. Gilles Deleuze erwähnt mehrmals Heideggers Vorlesung »Was heißt Denken?« Beispiel, also die Vorlesung, wo Heidegger den Begriff des Ungedachten entwickelt, beispielsweise in seinem Werk Différence et Répétition, in dem er diese Vorlesung von Heidegger tiefsinnig nennt, und auch in seiner Arbeit über das Kino, in der Deleuze sie, die Heideggers Vorlesung »Was heißt Denken?« in einen Zusammenhang mit einem Abschnitt aus Foucaults »Die Ordnung der Dinge, les mots et les choses« stellt. In Différence et Répétition zitiert Deleuze einen Satz aus Heideggers Vorlesung, nämlich die Feststellung, dass die Möglichkeit des Denkens das Denken noch nicht verbirgt. Um zu denken reicht es nicht, dass das Denken möglich sein soll. Und folgert daraus in Anlehnung an Heidegger, dass das Denken zum Denken angehalten werden muss. Also es muss nicht nur möglich sein, es muss auch angehalten werden zum Denken. Und zwar eben durch das, was Heidegger ein Zudenkendes nennt, das in dem Maße ein Undenkbares oder ein Nichtdenken ist, indem man es, wie Deleuze sagt, als die ständige Tatsache des noch Nichtdenkens ansehen muss. Also es gibt Denken nur so lange, wie es ein Zudenkendes gibt, das selber nicht oder noch nicht Denken ist. Aber dieses noch nicht Denken ist eben eine ständige Tatsache, nicht nur ein vorläufiges noch nicht Denken. Also dort, wo es Denken gibt, gibt es immer auch ein noch nicht Denken oder ein Nichtdenken, eben das Zudenkende, was noch nicht gedacht ist. Die Ständigkeit dieser Tatsache, das noch nicht des Denkens, bestimmt Deleuze, indem er in Klammern hinzufügt, es handle sich dabei um die reine Form der Zeit,
Also nicht um einen empirischen Befund, noch nicht denke ich, aber morgen werde ich denken. Es ist dieses noch nicht ist die reine Form der Zeit, also es wird immer ein noch nicht des Denkens geben. Es muss immer ein noch nicht des Denkens geben, wenn es Denken geben soll. Es handelt sich also nicht um eine veränderbare Tatsache, sondern eben um eine ständige Tatsache. Es ist nicht eine Tatsache in der Zeit, sondern wenn man so will, die Tatsache der Zeit. In einer Fußnote weist Deleuze dann darauf hin, dass Heidegger auf einem, hier ist dann Deleuze kritisch Heidegger gegenüber, in einer Fußnote weist er darauf hin, dass Heidegger an einem Primat desselben festhält, weil er zwar auf dem Unterschied beharrt, dasselbe als ein verstehendes Zusammenfassen oder Versammeln der Differenz als solcher begreift, aber dennoch von einer Analogie oder Homologie zwischen dem Denken und dem, was es zu denken gilt, ausgeht. Ja, also Deleuze sagt, wenn Heidegger von demselben spricht, meint er zwar so etwas wie ein Zusammenfassen der Differenz, also dessen, was nicht dasselbe ist, aber letztlich denkt er doch, das Denken, den Gedanken und das, was es zu denken gilt, das Zudenkende, in einer Analogie, in einer Homologie. Also das Zudenkende ist nicht etwas radikal anderes. Dagegen hält Deleuze, dass man immer durch eine Intensität, durch eine intensive Begegnung und so durch eine Differenz zum Denken angehalten, ja gezwungen wird. Das Denken hat in der Sinnlichkeit, so Deleuze, seinen Ursprung, wobei im Fall der intensiven Begegnung, in der die Differenz spürbar wird und dem Einzelnen das Denken abnötigt, das, was die Begegnung herbeiführt und das, worauf man in der Begegnung trifft, sich nicht unterscheiden lassen. Das Intensive, die sinnliche Differenz oder die Differenz in der Intensität erheischt die Begegnung, in der man die Differenz spürt, eben als Intensität. Deleuze spricht von der dämonischen Kraft des Sprungs, denn von den dämonischen Kräften des Sprungs, des Intervalls oder des Augenblicks. Was zum Denken anhält, ist eine freie Gestalt der Differenz, die sich zum ersten Mal in der Sinnlichkeit kundtut, als Intensität einer Begegnung, durch deren Gewalt die Sinnlichkeit an die Grenze der Einbildungskraft und die Einbildungskraft an die Grenze des Erinnerungsvermögens, das Erinnerungsvermögen aber an die Grenze zum Denken gebracht werden. So wenig wie es das Denken, also es kommt zu einer intensiven Begegnung, in dieser Begegnung wird eine Differenz spürbar und man springt dann sozusagen von dieser intensiven, zunächst sinnlichen Begegnung, in der eine Differenz spürbar wird, zu der Einbildungskraft, wiederum zum Erinnerungsvermögen, und dann wiederum zum Denken, ohne dass diese Differenz je verschwinden würde. Jedes Mal verhält man sich anders zu einer Differenz, in der Sinnlichkeit, in der Einbildungskraft, im Erinnerungsvermögen, im Denken selber. So wenig wie das Denken es folglich mit demselben zu tun hat, eine Homologie zwischen dem Denken und dem Zudenken hergestellt werden kann, so wenig hat es das Erinnerungsvermögen mit der Ähnlichkeit zu tun. Also wenn das Erinnerungsvermögen es immer mit einer Differenz zu tun hat, heißt es, das, woran man sich erinnert, ist nicht einfach etwas Ähnliches, was man schon kennt. Und die Einbildungskraft hat es dann auch nicht mit einer Gleichheit zu tun, ja, sondern mit etwas anderem, eben mit etwas, was different bleibt. Und hier versucht sich dann Deleuze von Heidegger zu unterscheiden. Für Deleuze ist das Ungedachte am Denken oder das Nichtdenken des Denkens, für Deleuze ist das, was zum Denken anhält und was es ständig zu denken gilt, die Differenz. In der Seminarsitzung vom 20. November 1984, in der Deleuze seine Gedanken zum Verhältnis von Kino und Denken entwickelt, bezieht er sich erneut auf Heideggers »Was heißt Denken?«, um nun das Zudenkende als eine Kraft des Außen darzustellen, die allerdings nicht als ein Ungedachtes verstanden werden darf, das wie der Körper oder die Materie dem Denken äußerlich bleibt. Also Deleuze sagt hier, es gibt ein Ungedachtes, den Körper oder die Materie, aber die bleiben letztlich dem Denken äußerlich.
Das Ungedachte, die Kraft des Außen, die zum Denken anhält, die bleibt dem Denken nicht äußerlich. Diesen Bezug auf Heidegger verbindet, das ist ja der Gedanke Heideggers in Was heißt Denken. Diesen Bezug auf Heidegger verbindet Deleuze nun mit einem Bezug auf jenen Abschnitt über das Cogito und das Ungedachte in Foucaults Les Mots et les Choses, in dem das Ungedachte ebenfalls eine Kraft des Außen sein soll. Sowohl bei Heidegger als auch bei Foucault soll das Ungedachte also die Denkkraft, also als Denkkraft seine Wirkung erzielen, als ein Nötigendes, das selber nicht Denken ist und das deshalb im Inneren des Denkens es gleichsam von außen anstößt. Ja, für Deleuze und für Foucault ist das Ungedachte eine Kraft des Außens im Denken selber, die das Denken anstößt, die erst das Denken zum Denken führt. Während Foucault, ich gehe jetzt zu Foucault über, zu Foucaults Gedanken zum Ungedachten. Sie sehen, ich wähle in diesem Vortrag die Anti-Heideggerianer, auch wenn sie sich wie Deleuze auf Heidegger beziehen, die aber selber einen Begriff des Ungedachten entwickeln. Während Foucault in seiner frühen Studie über Raymond Roussel durchaus noch in Heideggers Reichweite argumentiert, etwa dort, wo er den Umstand, dass es Sprache gibt, als ein reines Ereignis begreift, das die anfängliche Grenze der Sprache zieht und sowohl in der Sprache als auch außerhalb ihrer seinen Ort hat, sodass, um es mit Heidegger auszudrücken, das Wort für das Wort stets ausbleiben muss, jedes Wort ein solches Wort ist und kein einzelnes Wort ein solches Wort sein kann. Also während der frühe Foucault in dieser Studie über Raymond Roussel durchaus noch in die Nähe des heideggerschen Sprachdenkens gerät, geht aus der ersten Vorlesung, die Foucault Anfang der 70er Jahre am Collège de France gehalten hat, die kritische Distanz zum heideggerschen Denken deutlich hervor. Etwa dort, wo er eben das Ungedachte, also Heideggers Begriff des Ungedachten, im Inneren der Philosophie verortet. Also Foucault sagt, wenn Heidegger vom Ungedachten spricht, spricht er eigentlich gar nicht vom Ungedachten, denn das Ungedachte bleibt bei ihm noch etwas, was im Inneren der Philosophie ist. Er verortet das Ungedachte, also Foucault verortet Heideggers Ungedachtes in der Suche nach einer Wahrheit, die sich regelmäßig als unvollständig erweist, und das ist noch ein philosophischer Gestus. Der Begriff des Ungedachten soll, so Foucault, die Philosophie gegen einen Zugang von außen gerade abdichten. Folglich nicht das Denken einer Kraft des Außen aussetzen. Die Philosophie muss immer wieder das Gedachte denken, die Wahrheit, weil etwas daran ungedacht geblieben ist. Indem sie so unausgesetzt sich selber vorauseilt, schafft sie am Ende alle Äußerlichkeit ab, bleibt sie in sich befangen. Also für Foucault in dieser Vorlesung Anfang der 70er Jahre am Collège de France gehalten, ist der Begriff des Ungedachten eigentlich noch ein Begriff, der zu sehr in die Philosophie gehört und nicht wirklich eine Kraft des Außen, die das Denken in sich bergen würde. Einen anderen Begriff des Ungedachten versucht Foucault wenige Jahre zuvor in Les Mots et les Choses, die Ordnung der Dinge, zu entfalten. Foucault führt diesen Begriff des Ungedachten, also in dem Abschnitt in Les Mots et les Choses, der Le Cogito et l'Impensé heißt, das Cogito und das Ungedachte. Foucault führt diesen Begriff des Ungedachten als einen modernen Begriff ein, der an den Begriff des Menschen geknüpft ist, wie ihn die Humanwissenschaften im 19. Jahrhundert verstehen. Also erst mit dem Aufkommen eines bestimmten Begriffs des Menschen kommt auch ein Begriff des Ungedachten auf. Da demnach der Mensch, ich zitiere Foucault, eine Erfindung neueren Datums sein und seine Auslöschung sich bereits ankündigen soll, kann man diesen Begriff des Ungedachten nicht einfach verallgemeinern, als würde Foucault, wie es Derrida und Deleuze im Anschluss an Heidegger tun,
etwas über das Denken überhaupt aussagen. Ja, wenn Foucault, wenn Deleuze und Derrida über das Ungedachte sprechen, jeder anders und jeder im Anschluss kritisch oder nicht an Heidegger, so sprechen sie über etwas, was das Denken im Allgemeinen oder als solches betrifft, wie ich versucht habe darzustellen. Wo aber Foucault an dieser Stelle von Les Mots et les Choses den Begriff aufgreift, spricht er nicht von einem Ungedachten, der allem Denken angehört, sondern von einem Ungedachten, der ein moderner Begriff ist, der also nur zu einer bestimmten Epoche oder wie das Foucault nennt, Episteme gehört. Nur vom Menschen als denkender Gestalt, die einer bestimmten Epoche oder einer bestimmten Episteme im Raum des westlichen Wissens angehört, einer, wie Foucault sagt, archäologisch erforschbaren Konfiguration, nur davon soll man sagen können, dass er einen untilgbaren und grundsätzlichen Bezug zum Ungedachten hat. Das heißt, in gewisser Weise historisiert hier Foucault den Begriff des Ungedachten. Das Ungedachte wird zu einem Problem des Denkens, wo die Kraft des kartesianischen Cogito nachlässt und aus der kantischen Verdopplung des Subjekts in ein empirisches und in ein transzendentales, skeptische Konsequenzen gezogen werden. Sei es, dass sich ein an sich dem für sich entgegensetzt, dass die gesellschaftliche Entfremdung den Menschen von sich trennt, wie bei Marx. Nicht wahr? Hier sagt Foucault, da gibt es plötzlich ein Ungedachtes. Durch die gesellschaftliche Entfremdung wird der Mensch von sich getrennt. Aber das geschieht erst in der Moderne im 19. Jahrhundert. Deswegen gehört der Begriff des Ungedachten dorthin. Ja? Oder sei das ein Unbewusstes, sich dem Bewusstsein entzieht, Freud. Oder dass das Sedimentierte die Aktualität des intentionalen Vollzugs beschränkt, Husserl. Oder dass die Endlichkeit des Lebens in den Mittelpunkt tritt, das Dasein sich als ein Sein zum Tode entwirft, Heidegger. Also erst bei diesen Denkern, die Denker des 19. Jahrhunderts sind und 20. Jahrhunderts, also moderne Denker, kann so etwas wie ein Begriff des Ungedachten überhaupt erst aufkommen, weil er eben ein moderner Begriff ist, einer, der mit dem Nachlassen der Kraft des kartesianischen Cogito erst aufkommen kann. Das gesamte moderne Denken, sagt Foucault, wird von dem Gesetz durchdrungen, das Ungedachte zu denken. Gleichzeitig soll das Ungedachte aber an den Rändern des Denkens verharren, in einer Nacht, wie Foucault sagt, die, wie das Sein der Sprache, eine Grenze zieht, sich also innen und außen ausbreitet, innerhalb und außerhalb des Denkens. Das Ungedachte ist im Verhältnis zum Menschen das Andere, so Foucault, weder eine zusammengezogene Natur, die man auseinanderlegen, noch eine aufgeschichtete Geschichte, die man auseinandernehmen könnte. Wenn freilich das reflexiv nicht erfassbare Andere die unüberwindliche und deshalb hartnäckige, eigensinnige, unfügsame Äußerlichkeit eines Nichtdenkens, die weder epistemische noch nicht epistemische Grenze ausmacht, an der sich der Mensch verliert, dann muss man sich fragen, ob das Ungedachte schlechthin zu einer Episteme oder einer bestimmten Epoche gehört, zu der modernen Konfiguration, die den Menschen hervortreten lässt. Ja, also einerseits sagt Foucault hier, das Ungedachte ist ein historischer Begriff, er gehört nur in eine bestimmte Epoche oder Episteme, eben in eine bestimmte Moderne. Andererseits aber spricht er von dem Ungedachten so, dass es eine Art von hartnäckiger Äußerlichkeit ist, die man sich nicht aneignen kann. Das Unbewusste bleibt immer das Unbewusste, man kann es sich letztlich nicht aneignen. Um ein Beispiel zu geben, das Foucault selber gibt. Oder ja, wenn das aber so ist, dann muss man sich fragen, wie weit wirklich man den Begriff des Ungedachten historisieren kann. Und das ist eine Geste, die man bei Foucault sehr häufig findet. Ja? Wenn Sie sich zum Beispiel an sein Buch erinnern über die Geschichte des Wahnsinns, Histoire de la folie à l'âge classique, dann ist es auch dort ja so, dass er einerseits gibt es den Wahnsinn als solchen nicht, sondern immer nur verschiedene geschichtliche Konfigurationen, epistemische Konfigurationen, in dem das Verhältnis zum Wahn immer ein ganz anderes ist. Gleichzeitig gibt es aber doch so etwas dann auch da, wie einen Stachel, der immer wieder zusticht, wie eine Insistenz.
Das heißt, vom Mittelalter bis ins 19. Jahrhundert, also die Zeitalter, die Epochen, die Episteme, die Foucault in diesem Buch untersucht, gibt es immer im Hintergrund so etwas wie eine Déraison, eine Unvernunft, ja, die immer wieder insistiert. Und vielleicht ist es mit dem Ungedachten ähnlich bei Foucault. Einerseits ist das Ungedachte ein durch und durch historischer Begriff, andererseits bleibt er etwas, was aber doch immer wieder insistiert über die geschichtliche Begrenzung hinaus. Ich komme jetzt zum Schluss und ich gehe nochmal jetzt darauf zurück, auf diese Frage nach Descartes und die Foucault aufwirft, wenn er sagt, das Ungedachte ist ein historischer Begriff, der mit dem Nachlassen der Kraft des kartesianischen Cogito erst aufkommt. Sie wissen die fast klischeehafte Formel, in der man Descartes Philosophie häufig zusammenfasst, ist natürlich: Ich denke, also bin ich, cogito ergo sum. Durch den Vollzug eines Ergo, ich denke, also bin ich. Durch den Vollzug eines Also oder eines Deshalb, ich denke, deshalb bin ich, führt das kartesianische Cogito, das Foucault als sein vormodernes Cogito vorstellt, von der Evidenz des Denkens zu der des Seins. Indem ich sage, ich denke, also bin ich, gehe ich von der Evidenz des Denkens, ich denke, zu der des Seins, ich bin über. Von der Evidenz des Ich denke zu der des Ich bin. Und schaltet so die Täuschung aus. Darum geht es ja. Ich denke, also bin ich. Ist ein Ausschalten der Täuschung. Es ist die letzte Gewissheit, die die Täuschung ausschalten kann. Was Sein und Denken, ich denke, also bin ich, was Sein und Denken zusammenhält, erweist sich als Kraft einer Seinsbehauptung. Ich denke, also bin ich. Kraft einer Seinsbehauptung, so Foucault, und dass diese Kraft einer Seinsbehauptung drückt sich sprachlich in dem Also, in dem Deshalb, in dem Ergo nieder. Ich denke, also bin ich. In einer 15 Jahre, das ist alles noch in Les Mots et les Choses, in dem Abschnitt über das Ungedachte. Nun, in einer 15 Jahre nach dem Erscheinen von Les Mots et les Choses gehaltenen Vorlesung über die Regierung der Lebenden, le gouvernement des vivants, kommt Foucault noch einmal auf das Adverb also, ergo, in dem berühmten kartesianischen Schluss zurück und unterscheidet nun aus dem, was er eine archäologische Perspektive nennt, zwischen einem expliziten und einem impliziten also. Also Foucault sagt jetzt, in dieser berühmten Formel von Descartes, ich denke, also bin ich, gibt es zweimal ein also, ein ausdrückliches, explizites und ein implizites, und die muss man unterscheiden. Was meint Foucault damit? Das explizite also, das Descartes verwendet, soll das der Wahrheit sein, die ihren Ursprung in sich selber hat, in einer ihr innewohnenden Kraft. Die Formel, in die man diesen ausdrücklichen Gebrauch kleiden kann, lautet deshalb: Es ist wahr, ich beuge mich. Ja, also wenn wir sagen, ich denke, also bin ich, dann meint das explizite also, es ist wahr, so ist es, ich beuge mich. Kraft der Wahrheit. Ich denke, also bin ich, das ist die Wahrheit. Dagegen soll das implizite also im kartesianischen Gebrauch die Akzeptanz oder Annahme eines gewissen Wahrheitsregimes signalisieren, das den Wahn ausgrenzt, eines Regimes mit Verpflichtungen und Zwängen, so Foucault. Eine solche Annahme geschieht jenseits der Aufteilung in Gebiete des Wissens, die mit der Unterscheidung zwischen Wissenschaft und Ideologie einhergeht. Beim Übergang vom Expliziten zum Impliziten also verschiebt man den Akzent vom Es ist wahr zu der Kraft, die man dieser Feststellung verleiht, zu der Annahme, die das Sichbeugen zur Folge hat. Foucault spricht von einer Geschichte der Kraft des Wahren oder von einer Geschichte der Macht der Wahrheit. Also das Implizite also ist das also einer Kraft oder einer Macht, deren Aufzeichnung der Unterschied zwischen dem Expliziten und dem Impliziten also ermöglichen soll. Das kartesianische also ist weder wahr noch falsch, ohne es könnte aber zwischen Wahrheit und Falschheit oder zwischen Wissenschaft und Ideologie nicht unterschieden werden.
Was nun die Ablösung dieses Cogito durch das moderne Cogito auslöst, ist eine Heimsuchung. Foucault sagt ja, das kartesianische Cogito wird immer schwächer und dann tritt eben im 19. Jahrhundert der Begriff des Ungedachten auf. Was nun also die Ablösung dieses kartesianischen Cogito, das sagt, ich denke, also bin ich, so dass ich also hier ein so ist es, das ist wahr äußert, aber auch eine Kraft, die Akzeptanz überhaupt dieser Wahrheit, das Annehmen dieser Wahrheit. Was nun die Ablösung dieses Cogito durch das moderne Cogito auslöst, ist, so Foucault, eine Heimsuchung. Eine Kraft, die eigentlich noch nicht die Kraft des Cogito sein kann, da sich das Cogito durch seine Seinsbehauptung erst vollständig konstituiert. Bevor es schließt, ich denke, also bin ich, gibt es ja eigentlich noch gar kein Cogito. Eine solche Kraft wird von einer Kraftlosigkeit heimgesucht. Und das ist der Übergang von dem vormodernen zum modernen Cogito. Die Kraft des vormodernen Cogito, durch die man schließen kann, ich denke, also bin ich, Seinsbehauptung, wird von einer Kraftlosigkeit heimgesucht. Oder anders ausgedrückt, ein Also, dessen Kraft durch ein Cogito gebunden wird, das es noch gar nicht gibt, weil es ja erst den Schluss ziehen muss, um sich als Cogito zu konstituieren. Ein Also erliegt einer Kraftlosigkeit, die das Cogito dem Außen eines Ungedachten oder eines Nichtdenkens exponiert. Also, dass die Kraft des Cogito immer schwächer wird, das Cogito, das Ich denke, einer Kraftlosigkeit erliegt, heißt, nun ist das Cogito, das Ich denke, einem Ungedachten oder einem Nichtdenken exponiert. Könnte man nicht an dieser Stelle vermuten, dass zwischen der gebundenen, ungebundenen Kraft des vormodernen Cogito und der Kraft des Außen ein Bezug besteht und dass Foucaults zumindest impliziter Gedanke nicht so sehr der einer Kraft des Außen ist, zu dem das moderne Cogito in einem für es und sein Denken, ja für es und das Denken wesentlichen Bezug tritt, als vielmehr der Gedanke einer Kraftlosigkeit, die sich von der Kraft nicht scheiden lässt, wenn anders alle Kraft, die eines Außen sein muss, eines Außen freilich, das sich nicht durch seinen Gegensatz zu einem Innen bildet. Das kraftlose moderne Cogito kann nicht mehr behaupten, ich denke, also bin ich. An die Stelle der Selbstgegenwart tritt jetzt ein dämmerndes Wachen. Ja, an die Stelle der Selbstgegenwart des Ich denke, tritt jetzt ein dämmerndes Wachen, so Foucault. Das Sein in der Seinsbehauptung, ich denke, also bin ich, wird zur Seinsfrage oder zu einer Reihe von Fragen nach dem Sein. An die Stelle der Behauptung tritt die Frage. Ich zitiere Foucault: Im Fall des modernen Cogito geht es darum, jener Entfernung die größte Wirkmöglichkeit einzuräumen, die das Denken in seiner Selbstgegenwart mit dem verbindet und von dem trennt, was zum Denken gehört, aber in einem Nichtdenken verwurzelt ist. Zitat zu Ende. Am Ende des Abschnitts über das moderne Cogito und das Ungedachte in Les Mots et les Choses macht Foucault den Leser allerdings darauf aufmerksam, dass das Denken dieses Cogito bereits als eine Handlung aufgefasst werden muss, als gefährlicher Akt. Also das moderne Cogito, das kraftlose Cogito, das Cogito als dämmerndes Wachen, das Cogito, für das es keine Seinsbehauptung mehr gibt, sondern nur noch eine Frage nach dem Sein, ist eigentlich nicht mehr einfach ein denkendes Ich oder ein denkendes Cogito, sondern bereits ein handelndes. Ein gefährlicher Akt, wie Foucault sagt. Und zwar vor jeder Vorschrift zum Handeln, vor jeder Umreißung einer Zukunft, vor jeder Anweisung eines Tuns, vor jeder Ermahnung und vor jedem Zuruf. Die früheste und ursprünglichste Gestalt des Denkens, durch das sich das moderne Cogito und vielleicht jedes Subjekt auszeichnet, die Gestalt des Denkens, die mit der Existenz des modernen Cogito geradezu zusammenfällt oder die dicht an sie rührt, ist ein Handeln, das gefährlich ist. Also das moderne Cogito denkt nicht mehr einfach, es handelt schon und sein Handeln ist ein gefährliches Handeln. Weil und warum ist es ein gefährliches Handeln? Weil es sich einer Gefahr überantwortet, dem Nichtdenken oder dem Ungedachten.
Wenn das moderne Cogito nicht "Ich denke, also bin ich" sagt, dann deshalb, weil es schon ist oder handelt, bevor es überhaupt von dem Denken zum Sein übergehen, ein Also vollziehen und das Sein setzen kann. Das Denken des modernen Cogito ist so sicher und so unsicher, so gewiss und so ungewiss, so kraftvoll und so kraftlos, so wirksam und so unwirksam wie sein Sein. Dass das moderne Cogito kraftlos ist, weil es das Also nicht vollziehen und dadurch an das Denken und an das Sein binden kann, widerspricht einerseits, bestätigt aber andererseits auch das unergründliche, abgründige Zusammenfallen seines Denkens mit einem Sein, mit dem Sein der Handlung oder des Akts. Kurz, das moderne Cogito und vielleicht das Cogito oder das Subjekt überhaupt hängen von einem Also ab, von einer gebunden, ungebundenen Kraft, von einem Kraftlos, wiederholen ununterbrochen Also, statt das Also in ihre Abhängigkeit zu stellen, im Vollzug über es als Mittelglied zwischen Denken und Sein zu verfügen. Also das moderne Cogito ist eines, das immer zwischen einerseits einem Denken, das ungewiss geworden ist, und einem Sein, das ungewiss geworden ist, ebenfalls ungewiss geworden ist, schwankt, wenn man so will. Es tut also nichts anderes, als kraftlos immer wieder ein Also zu wiederholen. Ich denke, also bin ich. Es bleibt in diesem Also stecken, wenn Sie so wollen. Und das ist seine Aussetzung an ein gefährliches Außen. Dadurch ist es Denken, das schon riskantes Handeln ist. Nichts anderes als diese Abhängigkeit also von einem solchen Außen ist mit dem Ungedachten gemeint. Das Ungedachte, so zeigt Foucault, betrifft die Konstitution des Denkenden, des Cogito oder des Subjekts und nicht nur seiner Gedanken. Und damit komme ich zu meiner Schlussfolgerung in diesem sehr klassischen Vortrag. Denken ist also ein Skandalon. Der Extremismus versucht, das Skandalon aus der Welt zu schaffen, indem er Denken und Sein restlos ineinander übergehen lässt. Allerdings im Ausgang vom Sein, nicht vom Denken. Das Diktum über den Faschismus des heideggerschen Denkens schlägt das Denken gänzlich auf die Seite der Ideologie, bestreitet in Wahrheit, dass es überhaupt als Denken gelten darf. Also wenn man sagt, wie es Adorno an einer Stelle tut, dass Heideggers Denken bis in seine innersten Zellen faschistisch sei, dann versucht er vielleicht gerade das Skandalon des Denkens aus der Welt zu schaffen, indem er sozusagen das Denken ganz auf das Sein reduziert. Also Heideggers Denken ist nicht wirklich ein Denken, es ist nur ein Symptom seines faschistischen Handelns, wenn man so will. Seines faschistischen Seins. Es ist genau diese Verleugnung des Denkens, die das Skandalon aber dann erneuert. Die Gegenposition zum Extremismus, der Separatismus, versucht ebenfalls, das Skandalon des Denkens aus der Welt zu schaffen. Nunmehr aber, indem die Diskontinuität zwischen Denken und Sein hervorgehoben und als Paradox anerkannt wird. Als könnte das Denken sich unberührt von seinem Vollzug, von seiner Seinsbehauptung entfalten und erhalten. Das ist die Position, die sagt, Heideggers Denken hat nichts mit seinem faschistischen Engagement, mit seiner Befürwortung einer gewissen nationalsozialistischen Ideologie in den 30er Jahren und vielleicht darüber hinaus zu tun. Wir müssen beide trennen. Hier wird sozusagen nicht das Denken auf das Sein reduziert, sondern das Sein auf das Denken, wenn man so will. Oder es wird nicht reduziert, sondern durch diese strenge Auseinanderreißen von Denken und Sein, kann sich das Denken unberührt oder soll sich das Denken unberührt vom Sein entfalten können. Es ist dieses Paradox, das wiederum das Skandalon erneuert. Also das Skandalon, dass das moderne Denken immer in diesem Also steckt, weder auf der Seite des Seins noch einfach auf der Seite des Denkens, dadurch gerade dem Ungedachten ausgeliefert ist, dadurch gerade immer auch schon ein gefährliches Handeln ist, das moderne Denken. In beiden Fällen, also im Fall des Separatismus und im Fall des Extremismus, die ich an der heideggerschen Philosophie illustriert habe, wird das Also zum Verschwinden gebracht, weil seine Instabilität
Also dieser Bezug zwischen Sein und Denken. Dieses Also wird zum Verschwinden gebracht, weil seine Instabilität in eine Stabilität verwandelt werden soll. Sei es, dass ein Ich Bin, also denke ich, das Denken zu einer Verlängerung des Seins verkürzt. Sei es, dass ein Ich Denke und Ich Bin, das Denken um seinen Zusammenhang mit dem Sein, das Sein um seinen Zusammenhang mit dem Denken bringt. Dass beide Positionen, Separatismus und Extremismus, ständig ineinander umschlagen, vor allem dort, wo das Denken überbestimmt ist, durch ein vom Denker behauptetes Sein, legt von der Insistenz des Skandalons des Denkens Zeugnis ab. In der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts war Frankreich für dieses Skandalon des Denkens philosophisch empfänglicher als Deutschland. Vielen Dank.